Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Tekken. Mal sehen, wen nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir mal den guten Heihachi. Wer steht uns da eigentlich am Ende gegenüber, würde mich mal interessieren. Willkommen, der Zwillingsbruder. Wo? Aber wie macht er denn diese Drehattacke, würde mich mal interessieren. Ja, ich habe jetzt ein bisschen ausprobiert und mich nicht auf den Kampf genug konzentriert zugegeben. Ich habe eben eine kleine Pause gemacht, was gegessen und sowas und ich hoffe, dass mir das nicht zum Verhängnis wird, dass ich jetzt rausgekommen bin zu sehr. Ach, schade. Nein! Ermorde mich nicht! Ach, scheiße, die Zeit ist ab. Game over. Aber mit Heihachi bin ich auch zu schlecht. Das ist nicht gut, mit dem zu spielen. Das tut mir einfach nicht gut, okay? das geht so nicht. Also, bei aller Liebe, nein. Siehst du doch auch so, Kazuya, oder? Na gut, dann schauen wir mal. Obwohl, ich könnte mal den Test-Mode ausprobieren. Obwohl, nee, Quatsch. Oder? Geht das hier bei den Optionen oder so? Sieht nicht so aus. Schade. Ich würde sonst mal gerne trainieren, aber das geht hier gar nicht so. Kazuya. Round 1. Fight. Nee, du kannst auch nicht die Drehattacke, wie ich sie kenne. Ja. Ja. Ja, so geht's auch, ne? You win. Yay! Tor! Der Tor! Round 2. Lol. Okay. Tor! Geil! Round 1. Du hast meinen Vater eben vermöbelt. Obwohl, nee, gar nicht. Das war die Freundin. Egal. Oder der Freund, wie auch immer. Aua! Nice. Diese Mucke. Tor. Ey, was fällt dir denn ein? Na? Ich kann mich besser drehen. Sag ich doch, ich hatte die bessere Drehung drauf. Und Dancing! Wuhu. Ich
Ich mag Kasu ja eigentlich nicht so, weil er ein Arschloch ist, aber jetzt sogar mit ihm zu kämpfen macht auf jeden Fall Spaß. Au, was fällt dir denn ein? Kommst du mir besonders toll vor, hä? Huh? Nur weil du ein Kampfroboter bist, du bist eine Blechbüchse. Du hast nichts drauf. Ist so, vertrau mir. Haha. Nein, wirst du wohl. Haha. Ich besiege dich mit meinem Blick. Ich schau dich böse an und du fällst um. Yeah. Hey, schön weggeduckt. Ja, nicht einfach umfallen hier. Aua. Ach, scheiße. Okay, sei es dir gegönnt, weil das deine war. Oh boy. Was ist hier eigentlich los gerade? Ach, fuck. Nein. Ach, ich hatte nach dem ersten Sieg gar nicht gespeichert, den ich hatte. Scheiße. Hatte ich überhaupt einen Sieg? Ich glaube nicht. Muss das sein, Junge? Ach, scheiße. Alter, diese Siegespose von ihm, ne? Ich finde es einfach nur so geil. Ah! Das hast du jetzt davon. Bam! Bam, geht doch. Tor. Tor. Mann, du solltest... Kannst du das nicht, oder was? Ach, fuck. Mann! Sag mal. Aber was willst du eigentlich von mir, Junge? Ich bin sauer! Ach, scheiße. Nächster Time-Up. Geht doch. Yeah, meine neue Siegespose von ihm. Round one.
Hallo Paul! Na, wie geht's dir? Ey, begrüßt man so einen alten Freund? Ich weiß nicht, ob wir Freunde sind, aber ich behaupte das jetzt mal. Nö, das wiederholen wir direkt mal. Also das sehe ich nicht ein. Muss ja nicht gleich so persönlich werden, ne? Na komm schon. Aha. Tja, war wohl nix, ne? Ja, Tor. Tor! Ja, jetzt drehst du wieder gleich durch, Paulchen, ne? Unterschätz mich nicht! Ich bin der zukünftige Anführer von Tekken, also von daher lass mich in Frieden. Sonst darfst du nie wieder teilnehmen am Turnier. Ich bin der Schönste. Special-Attacke, die ich eben gemacht habe, die kann übrigens später Jin in Tekken 3. Naja. Wie der Vater, so der Sohn halt, ne? Da wird er nicht aggressiv, ey. Alter, der ist ja richtig aggro, der Junge. Sag mal, geht's dir noch gut? Das wollte ich nicht. Ja, ist gut. Ach, scheiße. Sag mal. Das klingt immer wie Hai, wenn er Fight sagt. Mann, jetzt reg dich mal ab. Hiya! Alter, was geht denn mit dir ab? Ja, wirklich great, ey. Nice. Hoo yeah. Ich glaube, mit ihm werde ich durchkommen. Das sieht ganz gut aus. Wow. Wow, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. King. Dabei machst du auch gerne immer nur die gleiche Attacke, ne? Nice. Boom, Baby. Sag mal, fällt dir mal was Neues ein, ey? Machst du immer nur das Gleiche? Das war doof, zugegeben. Ja, es war dumm. Ja, ist ja gut.
Das war jetzt extrem dumm. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das war gut. Nein, nicht der Lähmungsschlag, nicht der Lähmungsschlag, nein. Ah. Nein. Was machst du denn für eine Scheiße hier, Junge? Nö. Ja, natürlich, als ob. Natürlich, als ob. Nix da. Nein. Ach du mal mit deinem scheiß Lähmungsschlag, ey. Nein. Kann ich auch, wenn ich es hinkriegen würde. Hallo. Hallo, was ist denn los? Alter, das ist doch... Oh, ich krieg gleich Kinders hier. Okay. Nina, pretty ballerina. Aber nicht doch, meine Schöne. Ah. Okay, da hast du mich erwischt, Mädchen. Aber lass dir gesagt sein, ich bin auch nicht ohne. Nein, schade, das war knapp. Das war ein sehr guter Kampf, deswegen gönne ich dir den Sieg mal. Hast gut gekämpft, Mädchen, ich bin stolz auf dich. War knapp. War echt knapp. Deswegen. Nein, 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 nein. So wollen wir gar nicht erst anfangen, du. Ich sagte nein. Ja, hey, ja. Ha, jetzt hab ich mal gewonnen, meine Süße. Mach dich auf dein Ende gefasst. Ich bin Kazuya, der coolste und schönste. Ha. Ah, jetzt habe ich wohl den Drehmove gemacht. Wie habe ich das gemacht? Wie mache ich das? Wie habe ich das gerade gemacht? Lass mich mal eben ausprobieren hier. Mann, ich will testen. Ich darf nicht testen, ne? Ach, du bist doof. Ich durfte nicht ausprobieren. Sie wollte nicht. Oh nö! Autsch! Autsch! Mädchen, du hast mir genug Schmerzen zugefügt. Doch, ist so. Irgendwie bin ich nicht damit einverstanden, wie sich dieser Kampf entwickelt, aber jetzt schon, okay. Puh, du bist stark, Mädchen, das muss man dir lassen. Hast eine saubere Leistung abgegeben. Bin stolz auf dich. Mr. Lee! Dass die Schwuchtel sogar hier schon dabei ist, hätte ich nicht gedacht. Obwohl, hier erscheint ihm noch gar nicht so schwul. Hier war er vielleicht noch anständig. Als ich den Synchronsprecher wechselte, war alles vorbei.
Alter Schwede! Ach fuck. Ja. Nein. Nein. Du kannst das auch? Hast du wohl dem Lore beigebracht, hä? Arschloch. Ach, fuck. Na gut, dann gewinn doch mal, du komischer Typi. Och komm, das Alter Schwede, was ist los mit dir? Ja, komm, mach rein. Du nervst. Okay, ist auch der vorletzte Kampf hier, ne? Deswegen. Hallo, ich hab... Arschloch. Nein, ich will das doch gar nicht. Sag mal, du versohlst mir hier den Hintern aber wirklich extremus maxi... Hallo, ich hab keine Lust mehr, du! Yeah.
Sag mal, geht's dir noch gut oder was, ey? Alter, seit wann ist dieser Typ so stark? Okay, tut mir leid, dass ich dich als Schwuchtel bezeichnet habe, okay, aber irgendwo muss ja auch mal gut sein hier. Nein. Ich glaub es nicht. Aber ich hab doch gerade einen Griff gemacht. Wieso machst du jetzt einen? Das ist unfair. Alter. Hör auf zu blocken! Ich hätte nicht speichern sollen. Warte mal. Nein! Nein. Jetzt stirb endlich. Ich will nicht mehr. Krepier, du Sau. Natürlich. Ja, Gott sei Dank. Oh, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Alter. Alter Schwede. Das ist ein Monster, wirklich, der Schrei. Mir tun die Finger so weh, ich spüre die Schmerzen des Kampfes. Weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich hab doch geblockt, du Sau. Round one. Fight.
Ich hab doch einen Griff gemacht, du Sau. Wieso machst du denn einen? Du Nachmacher, du Arschloch. Leck mich doch am Arsch, ey. Hey, ich hab ihm auch mal Schaden zugefügt. Ein Wunder. Natürlich. Block noch mehr, du Sack. Ja, erstaunst du, ha? Dein Sohnemann kann auch was. Ach, scheiße. Nein, ich will nicht verlieren. Du bist scheiße. Kann ich auch, weißt du? Kann ich auch, kann ich auch, kann ich auch. Mir tun die Arme weh, ey, ungelogen. Mann, Junge, ich muss noch duschen, also mach jetzt hier nicht so einen Aufwand hier. Ich hab keine Zeit für dich. Nein! Nein, wieso kann ich da auch nicht ausweichen, Mann? Ja, natürlich! Leck mich doch am Arsch, ey. Nein, das gibt's nicht. Oh, du bist ein Sackgesicht. Ich muss versuchen, Zeit zu schinden. Ja, das lässt er nicht zu. War klar, dass es das nicht ewig zulässt, Paps. Nein, bitte nicht, nein. Hör auf damit. Nein, ich war so knapp davor zu gewinnen. Ich muss mehr Energie behalten als er. Das kann doch nicht so schwer sein. Der Part wird 1000 Jahre lang.
Nein, das war falsch. Nächster. Bis 30 Sekunden kann ich auf jeden Fall runterzählen lassen. Ich meine, die KI greift ja immer nach einem gewissen Muster an. Wenn ich das nur durchschauen kann, ist alles gut. Dauert nur ein bisschen natürlich. Das war nämlich falsch. Will ich nicht? Nein. Nein, ich darf echt nicht mehr angreifen, gefühlt, ey. Ich darf gar nichts machen. Außer zurückweichen und blocken. Weil er mich sonst echt fertig macht. Oder so. Komm schon. Ja, endlich, nach 1000 Jahren. Meine Güte. Du Arschloch. Das gleiche jetzt nochmal und dann passt das. Hey, ich hab doch geblockt. Kann ich auch. Nein! Nicht dein Ernst! Nicht in den letzten paar Sekunden noch, ich war so gut! Endlich! Nope, das wollen wir nicht. Okay, diesen Drehkreiselangriff macht er trotzdem. Schade. Mist. Fang mich doch. Ob das klappt? Ja, schade, das klappt nicht. Das wäre so lustig gewesen. Ja, okay, es klappt nicht. Ist ja okay, ich hab's verstanden. Nein, bitte nicht, ja komm. Ich war doch so knapp davor. Gott sei Dank, endlich. Das ist ein 40-Minuten-Part gleich, ey. Ah, er kriegt seine Rache, verstehe. Und tschüss.
Yeah. Okay, das hat sich gelohnt. Das ist gut. Das ist nice. Oh, dazu muss ich etwas erklären. Die Geschichte von Tekken hat halt noch irgendwie folgenden Punkt. Es ist halt so, dass... ach ja, erstmal wieder Namen eingeben. Falsche... Ach so. Also, Kazuya wurde von Heihachi, als er noch ein kleiner Junge war, in den Abgrund geworfen. Um ihn irgendwie stark zu machen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, welchen Sinn das eigentlich hatte. Es wurde irgendwie gefühlt nie geklärt. Nein, ich komme nicht mehr bis zum M. Doch, ganz knapp. Ha! Ganz knapp. Nice. Also, der wurde halt in den Abgrund geworfen und, ja. Da hat er jetzt dementsprechend seine Rache für bekommen, weil das hat er ihm halt nie verziehen. Dadurch ist dieser ganze Familienhass in dieser Familie überhaupt entstanden. Weil die Väter und Söhne hassen sich einfach gegenseitig in der Familie. Das wird auch in den Filmen immer wieder ganz klar und deutlich gemacht. Deswegen. Boah, ey, alter Schwede. Ich kann nicht mehr. Meine Finger tun mir weh. Ich zittere richtig. Boah, das war echt hart. Ah, oh, ich finde schön, dass er seine Rache bekommen hat. Das freut mich sehr. Aber jetzt kann ich echt nicht mehr. Das war ein bisschen zu viel. Okay, Leute, es tut mir leid, dass der Part so lang geworden ist. Ich hätte ihn ja splitten können, aber ich wollte ihn irgendwie nicht. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Part. Und wir sehen uns irgendwann vielleicht hier mal beim nächsten Mal wieder. Ich will zumindest ja die anderen Charaktere mal ausprobieren, was die noch so können. Aber nicht jetzt, definitiv nicht. Ich brauche eine Pause. Na gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, ihr Lieben. Bye, bye.